Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum sechsten Part des Minecraft-Minispielkalenders, heute mit Quick Survival Games, endlich mal wieder auf dem gommahd.net Server. Und ja, wir haben keine Waffe bekommen, das bedeutet, wir versuchen schnell noch zu der Kiste hier zu kommen und da ist einfach genau dasselbe drin. Ich glaub's nicht. Ah, ich meine, Eisenrüstung ist schön und gut, aber ohne Waffe bringt die einem auch nichts. Da haben wir die Waffe. Und leider nur ein Holzschwert. Hier kann man auch ein Eisenschwert finden, aber naja, dafür braucht man dann schon ein bisschen Glück. So, hier kommen uns zwei entgegen. Wir gehen erstmal auf den mit Waffe, wollte ich eigentlich sagen. Oh Gott. Dennoch hat er uns ziemlich gut erwischt. Da ist mir jemand viel zu nah auf dem Turm nämlich. Ich werde mich mal sneaken, dass der mich nicht sieht. Und hier so ein bisschen ins Gebüsch gehen. Okay, der geht weg. Ja gut, ich würde sagen, wir regenerieren erst ein bisschen Leben. Das ist so eine Sache in dem Spielmodus, die ein bisschen nervig ist. Ja, wenn man in zwei, drei Kämpfen war, muss man einfach ewig lange regenerieren, dass man überhaupt noch eine Chance hat. Und so, ja, ist das Spiel dann doch schon recht schnell vorbei. Da hat einer noch kein Schwert. Das ist der, der oben auf dem Dach steht. Und da kommt noch einer dazu, der, glaube ich, auch keine Waffe hat. Ich würde sagen, wir gehen mal den Turm nach oben und auch auf die Dächer zu denen. Denn, ja, lieber töten, bevor sie noch keine Waffe haben, als danach. Wenn sie eine Waffe haben, weil dann macht man sich sehr unnötig schwer. So, die sind aber nicht mehr auf dem Dach, so wie es aussieht. Habe ich wieder alles verpasst. Oh, aber da unten ist jemand. Gut, Turm wieder runter. Hab draus gelernt, oder auch nicht. So, hier ist Wasser. Dann würde ich sagen, überraschen wir den hier mal ein bisschen. Und drängen ihn in die Ecke. Okay, der hatte auch keine Waffe anscheinend. Ist ein typisches Problem bei Quick Survival Games. Wenn man keine Waffe findet, hat man halt verloren. So, da haben wir noch einen. Der ist auch nicht so gut ausgerüstet, aber der hat immerhin, oh nein, einen schönen Helm. Ich werde jetzt erstmal auf den hier gehen, der sich einmischen wollte. Oder auch nicht. Oh Gott. Der hat sich aber, nein! Jetzt kommt noch jemand von der Seite. Oh Gott, und der ist zu gut ausgerüstet. Den bekommen wir auf keinen Fall. Vor allem nicht, wenn wir kaum noch Herzen haben. Und der holt auf jeden Fall die ganze Zeit schon aus, dass wir sowieso direkt getroffen werden, wenn der uns erwischt. Jetzt erstmal ein bisschen die Jump'n'Run-Skills rausholen und immerhin haben wir uns einen Vorsprung verschafft, dass ich was essen konnte. Das ist schon gut. So, machen wir das mal so und gehen dann weg und hoffen, dass die beide gegeneinander kämpfen. Ne, der hat es noch nicht bemerkt, dass jemand hinter ihm ist. Glaube ich. Na, das wird er aber gleich noch merken. Spätestens wenn er mich getötet hat, wird er es bereuen. So, okay, er ist auch noch ins Feuer gekommen. Bedeutet, der wird sterben gegen den anderen. Und der andere wird dann erstmal die Sachen aufheben. Denn ja, so eine Diabrust, die zieht man sich dann doch ganz gerne an. Deshalb heißt es jetzt erstmal rennen, regenerieren und hoffentlich gescheit ins Deathmatch kommen. Wobei, oh. Da geht's nochmal zur Sache zwischen zwei. Vielleicht mische ich mich da ein. Wäre eine Idee, wenn wir den von hinten überraschen ein bisschen. Der ist auch nicht so gut ausgerüstet, beziehungsweise hat nicht so dicke Rüstung. Also, das könnte noch was werden. Der da war es nicht. Der hier ist es. Der dürfte nicht mehr allzu viel haben. Denn der war im Kampf sowohl mit dem einen als auch mit mir. Beziehungsweise im Kampf mit mir war er ja nicht direkt, aber so in die Richtung könnte man es nennen. Okay, der wird sterben. Dann ist jetzt die Sache, wir haben das schlechteste Equip von allen. Und, oh Gott, der laggt ein bisschen. Wir könnten höchstens versuchen, uns einzumischen. Oh, der brennt. Der brennt. Der brennt. Wenn er nicht wegrennt, hat er Pech gehabt. Okay. Ich versuche den Weg ein bisschen abzuschneiden. Hat nicht so ganz funktioniert. Oh Gott, jetzt wäre ich beinahe selbst ins Feuer geflogen, gelaufen. Komm schon, der hat nicht mehr viel. Wenn er sein TNT plantet, sollte mich das vor zu ihm boosten. Nein, komm schon, danke. Und okay, da kommt schon der andere. Den werden wir auf keinen Fall bekommen, außer wir spammen ein bisschen stark mit dem Bogen. Und treffen. Oh, es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen wenig sage, aber es ist gerade etwas. Oh!
Da hauen wir die Kombos raus. So, Moment. Jetzt erstmal. Na, komm schon. Ich will mich ganz kurz ausrüsten. Ich meine, wir haben ihn gut angehittet, das ist mir klar. Deswegen hätte ich das vielleicht lieber ausnutzen sollen. Aber so viel Zeit muss sein. So, da hinten ist er. Ich meine, der ist ja immer noch low, wenn wir ihn so gut erwischt haben, dass er wegrennt. Aber, naja, diese Bow-Spam-Aktion, die zieht natürlich nicht so viele Herzen ab, als dass das schlimm wäre. Okay, nochmal erwischt. Nochmal erwischt. Nochmal erwischt. Und, komm schon. Nochmal erwischt. Also der kann echt nicht mehr jetzt so viel haben. Der Diabrustpanzer ist natürlich extrem stark. Muss man halt auch einfach sagen. Aber so viele Pfeile, wie der jetzt geschluckt hat, oder die, das ist schon heftig. So, okay, hat nicht versucht, uns in die Lava zu checken. Deshalb gehe ich davon aus, dass der echt ziemlich low ist. Ich würde ganz gerne... Komm schon. Nein, ich treffe einfach nicht. Jetzt treffe ich auf einmal nicht mehr. Oh man. Das ist ungünstig. Dann werden wir versuchen, jetzt ein bisschen aggressiver drauf zu gehen. Nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Und, okay, hat gegessen. Dadurch können wir sie erreichen. Und, na, hat nicht gereicht. Nein. Vielleicht macht die gleich einen Turnaround. Okay, mit der Angel. Aber boostet uns nur weg und will nicht angreifen. So. Na, komm. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt. Oh, in die Lava gelaufen. Okay, dann haben wir doch noch gewonnen. Quick SG auf jeden Fall ein ziemlich cooler Spielmodus. Ich würde sagen, eine Runde geht noch und dann sehen wir uns gleich. Wie ihr an meinen Stats seht, habe ich den Spielmodus noch nicht allzu häufig gespielt. 29 Spiele erst. Was nicht damit zusammenhängt, dass der Spielmodus mir nicht gefällt. Ganz im Gegenteil, ich finde den recht cool. Aber es ist so, dass hier immer ziemlich viele Premium-Leute sind und man fast immer gekickt wird. Deswegen, ja, man muss immer zwei, dreimal versuchen, in eine Runde zu kommen, bevor man dann auch wirklich spielen kann. Und das ist natürlich schon ein bisschen nervig. Zudem, ja, die normalen Server-Levels gefallen mir dann doch noch ein bisschen besser, einfach weil es nicht komplett Lack ist, was in der Startkiste ist, sondern auch, naja, wenn man sich auf der Map auskennt und so weiter, weiß man ja, wo Kisten sind und so weiter. Deswegen ist das ein bisschen fairer. Komm schon, gib mir eine Waffe. Nein. Das gibt's doch nicht. Wir haben keine Waffe bekommen, natürlich. Und hier ist auch keine mehr drin. Bedeutet, wir haben schon mal kein leichtes Spiel mehr. Die hier könnte noch... Oh, jawohl. Was bin ich denn gerade für einen Lacker gewesen? Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schön. Eine Wendung zum Guten. Denn ohne Waffe hat sich's schlecht gelebt. Jetzt lebt sich's gut. Und noch dazu mit einem Diabrustpanzer. Also das ist echt extrem geil. So, oh, wir mischen uns mal lieber hier ein. So, einer ist down. Und der hier hat anscheinend auch nicht mehr viel. Und der hat einen Diabrustpanzer. Bedeutet, ja gut, wir haben schon einen, deswegen brauchen wir den zwar nicht unbedingt, aber sterben sollte der trotzdem mal, dass er nicht später gefährlich wird. Ihr kennt mein Motto. Einfach immer töten, wenn es geht. So. Haben wir noch eine Angel bekommen. Alter, habe ich viel TNT und viel Essen und ach du meine Güte, ich habe schon perfekte Rüstung. Also ich würde sagen, die Runde läuft schon wieder ziemlich gut. Habe ich ein Eisenschwert? Nee, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Aber werden wir uns vielleicht auch noch gönnen. Wir gehen mal auf den hier. Machen wir mal. Oh, ich habe die Angel falsch gelegt. Naja, okay, dann der will auf die Schnauze. Der hat es so gewollt, dann kriegt er auf die Schnauze. Mischt sich jemand anderes ein? Nee, sieht nicht so aus. Dann Angel kurz umlegen. So. Perfekt. Die Sachen überlasse ich zwar ungern Gegnern, aber so krasses Zeug liegt da, glaube ich, jetzt auch nicht dabei. Hier unten ist jemand. Ah, der kommt den Brunnen hochgeschwommen. Und bedeutet, da können wir ihn ganz gut abfangen. Das TNT bringt da jetzt auch nicht so viel, als dass es mir groß schaden würde. Und der dürfte schon wieder gar nicht mehr so viel haben. Bedeutet, immer mal rauf damit. Komm schon. Bleib stehen, dein Schicksal ist besiegelt, Mann. So. Der hatte...
Auch kein Eisenschwert, vielleicht ein paar Pfeile. Nee, sieht auch nicht so aus. Na, komm schon. Zack. Bashen wir den ins Wasser und schießen mit dem Bogen mal die Leute hier ab. Beziehungsweise jetzt den hier. Na, ich sehe es nicht mehr richtig. Ich gehe einfach mal mit dazu. War jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Weil der andere anscheinend auch einen Bogen mit Pfeilen hat. Aber der hier dürfte echt nicht mehr viel haben. Der andere ist wahrscheinlich auch relativ low. Deswegen immer mal rauf auf den Typen hier. Der wird wahrscheinlich gleich sterben, oder? Okay, er scheint auch keine Pfeile mehr zu haben. Doch, hat er noch. Problem an der Sache ist, der wird danach auf mich gehen, wenn der hier down ist. Komm schon, töte ihn noch. Ich wünsche dir viel Glück dabei, aber töte ihn noch. Nein! Okay. Oh! Nein! Ich hab's fast nochmal geschafft, nach unten zu gehen. Wir können versuchen, die Lava hochzuschwimmen und hochzuspringen und ach du meine Güte. Ja gut, das Deathmatch lief jetzt alles andere als gut. Ich habe tatsächlich mit einer anderen Map gerechnet und war dann natürlich viel zu schnell unterwegs. Wir können uns hier noch ganz kurz anschauen, wie das hier dann so ausgeht. Insgesamt die Deathmatch-Arena hier finde ich jetzt nicht so cool. Einfach weil, ja, da kann man sich vercampen mit einer Angel oder mit einem Bogen und dann ist gut. Und da ist auch der letzte noch geflogen. GG war durchaus eine ziemlich coole Runde mal wieder und ja, schöner Spielmodus. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder.